Guarana, Wachmacher und ideal zum Abnehmen. Guarana ist leider nicht so sehr bekannt. Eigentlich schade, denn diese Lianenart wird als Heilmittel nicht nur wegen ihrer energiespendenden Wirkung geschätzt. Die Pflanze ist sehr koffeinhaltig und verfügt über weitaus mehr davon als zum Beispiel Kaffee und wirkt dabei natürlich anregend bis aufputschend. Bei der Einnahme von Guarana werden erst die Gerbstoffe gebunden, bevor das Koffein freigesetzt wird. Und das ermöglicht eine schonendere und vor allem langfristigere Anregung und macht es deutlich bekömmlicher und magenfreundlicher. Guarana kann einem Erschöpfungszustand entgegenwirken und macht dich körperlich, aber auch geistig wacher. Ideal, um einen stressigen Tag durchzustehen. Aber nicht nur als Wachmacher ist Guarana ideal, denn es verfügt über weitere positive Vorteile für eine gute Gesundheit. Guarana hilft beim Abnehmen. Bedingt durch die anregende Wirkung kurbelt Guarana gleichzeitig die Fettverbrennung an und wirkt dabei gleichzeitig entwässernd. Ein positiver Effekt, wenn du ein paar Pfunde verlieren möchtest. Deshalb ist es auch wichtig, viel zu trinken, gerade wenn du auf Diät bist. Noch ein Pluspunkt ist, dass es gut sättigt und dich damit vor einem Hungergefühl oder sogar Heißhungerattacken schützt. Auch Sportler greifen gern zu Guarana, denn die Kombination aus Energiespender, aber auch Fettverbrennung auf natürliche Weise wird hier dankbar in Anspruch genommen. Guarana gegen Infektion. Durch die anregende Wirkung kann es auch gegen Fieber, Magen-Darm-Beschwerden oder auch Kopfschmerzen eingesetzt werden. Gleichzeitig wirkt es entgiftend und regt die Durchblutung an. Dabei wirkt es herzstimulierend und erweitert auch die Bronchien, ideal um gegen eine Erkältung anzukämpfen. Guarana gegen Stimmungsschwankungen. Das enthaltene Koffein wirkt sich auch positiv auf die Stimmung aus. Sehr gut geeignet, um nicht nur in der dunklen Jahreszeit gegen Stimmungsschwankungen anzukämpfen. Eine regelmäßige Einnahme wird dich mental stärker machen und Körper, aber auch Geist aufbauen und das alles, ohne davon abhängig zu machen. Guarana wird in Deutschland in Pulverform oder auch Kapseln angeboten. Hier wirst du in Apotheken, Reformhäusern, aber auch online fündig. Als Pulver kann es bestens in Flüssigkeit aufgelöst zu sich genommen werden. Die Tagesdosis sollte 2 Gramm nicht übersteigen, denn bei diesem Heilmittel ist nicht die Menge ausschlaggebend, sondern dass es dem Körper überhaupt auch in geringen Mengen zugeführt wird. Bei einer überhöhten Dosis kann es wie beim Trinken von zu viel Kaffee zu Nervosität, Ruhelosigkeit oder Herzrasen kommen. Schwangere Frauen sollten Guarana nicht zu sich nehmen. Hast du schon einmal Guarana zu dir genommen? Wobei hat es dich unterstützt? Wir freuen uns über deine Anregungen in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir würden uns darüber freuen und dich gerne weiterhin mit gesunden, natürlichen Informationen versorgen. Dafür musst du nur noch unseren Kanal abonnieren, wenn du es nicht bereits getan hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte bleibt gesund.